Leute, ein God-Mode-Glitch geht rum und ein fettes Danke an Marleen und Black Devil, die mich darauf hingewiesen haben. Ein God-Mode, den wir mit Fuse aktivieren können auf Stormpoint, auf die Trident. Damit bist du unsterblich und kannst quasi nur mit Granaten geholt werden und die Teammates, die Beifahrer, die können auch noch gehittet werden. Es ist wohl gestern oder so wurde das gepostet und die Lobbys sind jetzt verseucht, auch in den Ranked-Lobbys. Und ich finde es absolut erstaunlich, wie absolut, man muss eigentlich schon dumm sagen, wie leichtfertig die Leute mit ihren Accounts umgehen. Leute, also für alle, die das bis heute immer noch nicht begriffen haben, und ich möchte keinem zu nahe treten, ich meine das nicht böse, aber warum begreifen die Leute und gerade in Ranked nicht, dass ihr euren Account riskiert? Ihr riskiert einen Permaban. Und diese berühmt bekannte Ausrede, na, wenn's Respawn nicht geschissen bekommt, das ist ein Bug, warum soll ich dafür bestraft werden? Vertraut mir, es steht sogar in den AGBs. Es gibt AGBs, Geschäftsbedingungen und so weiter für Apex Legends. Und da steht ganz klar drin, wer Bugs, Glitches, Exploits und wie es nicht alles heißt, offiziell ausnutzt und für sich als Vorteil nutzt, gerade in Ranked, auch wenn das da nicht mit Ranked beschrieben wird, der riskiert einen Bann. Die Ausrede, ja, das weiß ich doch nicht und wenn es Respawn nicht hinkriegt, die zählt nicht. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ich möchte euch mal kurz ein Video noch zeigen von Marleen. Danke, dass du mir das geschickt hast. Da sieht man das ganz, ganz deutlich, dass du nicht auf die Tridents, also du kannst auf die Tridents schießen, sie nehmen aber keinen Schaden. Es nehmen tatsächlich, Achtung, hier wird mit der Car schön draufgeballert, es passiert nichts. Es ist quasi so, dass du mit Fuse diesen Glitch aktivierst. Ich sag euch hier in diesem Video nicht, wie es geht. Auch wenn ich weiß, wie es geht. Du kannst quasi schon zum Start einer Runde diesen God-Mode aktivieren mit Fuse. Und dann bist du für den Rest des Spiels unsterblich, solange du das Fahrerhaus nicht verlässt. Und so sind gerade die Ranked-Lobbys extrem verseucht. Ihr habt es gerade gesehen, das war eine Master-Lobby. Das kannst du nur mit Granaten verhindern. Und das kann und die Beifahrer, wie gesagt, die können trotzdem noch Schaden nehmen. Leute, ihr riskiert, vertraut mir, ihr riskiert einen Permaban und vor allem könnt ihr euch sicher sein, dass alle, die auf herkömmliche Weise versuchen zu spielen und so abgefuckt werden, die melden euch alles. Es ist das Leichteste, wenn ich draufgehe, denjenigen zu melden, der mich so abfuckt. Und wenn das viele tun, dann riskiert ihr den Account. Und dann wird auch EA und Respawn merken, oh, das müssen wir unterbinden. Also, hört auf, das auszunutzen. Das sieht witzig aus, das kann ich mir alles vorstellen, aber bitte spielt ehrlich, es ist echt sinnlos, es ist dumm und wer es ausnutzt, hat es ganz ehrlich verdient, gebannt zu werden und von mir aus auch für immer. Auf Wiedersehen, ich bin auf eure Meinung gespannt, bis zum nächsten Mal, ciao.